comes off your nerves, it's Turco! Woo! Hey, 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 Leute, heute in diesem Video, da wird es wieder schmerzhaft. Die Jungs werden leiden. Ich werde Spaß haben. Jedenfalls, Shoutout geht raus an Saba. Falls ihr irgendwie coole Videoideen habt oder sonst was, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Heute werden wir nämlich die schärfsten Nudeln der Welt essen. Also ich nicht, die Jungs jedenfalls. Das Video wird wie folgt laufen. Und zwar werde ich alle 20 Sekunden die Jungs stoppen vom Reinschlingen, vom Essen. Dann werde ich eine Frage stellen. Und derjenige, der die Frage falsch beantwortet, beziehungsweise nicht die richtige Antwort geben konnte, der kriegt eine Zeitstrafe. Und derjenige, der die Nudeln zuerst aufgegessen hat, hat natürlich die ganze Challenge gewonnen und darf den Verlierer bestrafen. Sind das wirklich die schärfsten Nudeln der Welt? Das sollen die schärfsten Nudeln der Welt sein. Ich habe auch noch eine Frage. Ja? Ist Raja wirklich behindert? Er ist unter anderem behindert. Das gab es in dem einen Video zu sehen. Wenn du die Nudeln nicht magst, kannst du auch meine Nudeln haben. Ne? Nur so ganz nebenbei, ne? Wollen wir dafür Werbung haben oder so? Achso, stimmt, Werbefreundlichkeit, Digga, ich vergiss das nicht. Wir legen aber jetzt mal direkt los. Okay. Willst du auch kurz deine Socke richten, Bruder? Ja, Socke ist gerichtet. Willst du deine Socken richten? Nee, bei mir ist alles gerichtet, Digga. Okay. Alles ich bin doch kein Anfänger, so wie er. Alles klar. Weißt du, was ich meine? Guck ihn mal an, Digga. Leute, er trinkt jetzt auch noch was, Digga. Er trinkt Anfänger. Ey, das ist doch unhöflich, oder nicht? Schärfste Nudeln der Welt, Digga, bist du sicher, Bruder? Sicher, Digga, das sieht nicht aus wie die schärfsten Nudeln der Welt. Das sieht ganz harmlos aus, weil ich kann es nochmal so zeigen. Ich kann auch sagen. Ist auf jeden Fall. Mal sehen, mal sehen. Du unterschätzt niemanden und nichts, ne? Ja, aber stimmt auch, Digga. Drei. Erstmal gucken, wie scharf, Digga. Zwei. Eins. Sind die scharf? Sind die scharf? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind die scharf? Sind die scharf? Oder warte, warte, jetzt kommt das. Oh! Oh. Stopp! Die Hauptstadt von Frankreich. Paris! Paris! Die Hauptstadt von Deutschland. Berlin! Die Hauptstadt aus der Türkei. Istanbul! Okay. Istanbul! Muss warten, muss warten. Eins, zwei, drei, vier. Gibi. Ey, der Kopf ist wieder rot. Wieder Pullover. Du bist getan. Ey, ich glaube, ich mach ihn. Ey, dein Augen! Ey, geil! Nenn mir einen Nachbarn von Deutschland. Cool! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh! Ey, Albert, fast gewonnen, Digga! Albert, fast gewonnen, Bruder! Albert, fast gewonnen! Komm, Raja, gib ihn! Und stopp! Ah. Wer hat die Lizenz zum Töten? Mann. Welcher Agent hat die Lizenz zum Töten? Geheimagent, James Bond. Richtig, 5 Sekunden Strafe. Eins, Allah. Zwei, drei. Boah, wer ist das, Bruder? Ey! Gesaugt, ah! Oh mein Gott, meine Zunge! Ich freu mich voll! Alter, also, gönnst dich ganz entspannt. Oh mein Gott! Ey, Mensch! Ey, was dachte ich, machst du das schlimmer? Mama! Was ist denn? Ich brauche mich, Bruder. Oh mein Gott, zeig dir mal, wie du aussiehst, zeig dir mal. Hast du echt leer gemacht, Bruder? Aber ja. Manchmal denke ich mir selber, warum will ich so sehr gewinnen, Digga? Boah, das sieht aus, als würdest du Lippenstift tragen, Digga. Boah, das sieht aus, als würde ich gleich sterben, Bruder. Ey, ohne Witz, ne? Das ist richtig scharf, Bruder. Ja, noch gesagt, schärfste Nudel der Welt. Wohin gehst du, Bruder? Der Schmerz. Ach, der bleibt nicht hier, Digga. Der Schmerz kommt mit. Du auch, Digga. Der Schmerz geht doch mit, Ding. Bruder, wie läuft's? Alles gut soweit? Schmeckt? Kann man so machen? Aibo! Bruder! Ich glaube, ich kotze gleich wirklich. Warum? Ich Scheiß, Digga. Ja, lass mich eine Aufnahme machen, Digga. Nein, lass mich eine Aufnahme machen. Nein, wenn du kotzen musst, Bruder. Ich mach ein Slow-Mo. Ich mach wirklich. Okay, dann Raja, bist du irgendwie weiter? Hä? Der macht immer noch das Bett. Ey, der ist normal, Digga. Ey, der ist normal. Oh mein Gott. Oh, wie schwindelig. Mama, oh, wie schwindelig. Bruder, Scheiß drauf, Digga. Hauptsache gutes Video. Hauptsache ich hab gewonnen, Digga. So, Leute, ich gebe Ivo jetzt hier diese Domina-Peitsche. Und dann mit der. 5 Stück haben wir gesagt, ne? Bist du BNR, oder? Wir haben 10 Stück gesagt. Einer haben wir gesagt damit. Zwei. Ein, Digga. Zwei, Digga, das ist eine originale Peitsche aus Indien, Digga. Digga, das wird eh nicht. Das ist Kuhfell, Digga.
Okay, Leute. Das war alle meine Brüder. Und alle meine Schwestern. Ey, Bruder, ich glaube, das ist echt wieder mit, ne? Ja, hoffentlich. Ich habe sonst den ganzen Teller gegessen, oder? Junge, mal mach nicht so, Digga. Nein, ich mach nicht so. Das ist Nummer 1, ich mach erstmal smooth, dann der zweite Tag. Chill mal, Digga! Warte, aber Bruder, du haust, darfst nicht so um, dass es in mein Gesicht geht, ne? Du musst aufpassen. Oder ich hau so seitlich. Das darf mich nicht wie so eine Schlange umfangen, Digga. Ja, komm, dreh dich um, Digga. Das soll ich auf Arsch machen? Nein, Mann, nee, auf Arsch, Junge. Wir haben gesagt, Rücken mal. Wir waren auf Rücken, Digga. Nein, Alter, Wort umfallen mir nicht in den Rücken. Ah! Walla, der Papier, Digga. Junge, das ist voll schwer, das Ding, Mann. Walla, das ist für die Autowäsche, Model. Mir war mies kalt und ich musste danach noch los. Willst du noch irgendwas sagen? Nein. Du kannst dich jetzt noch entschuldigen für die letzten Male. Leck mein A-A-A! Ja, komm mal, Hilfe! Digga, der war nicht so gut. Hau nochmal. Hau nochmal, der war nicht so gut. Warte, okay, komm. Warte, komm. Ja. Der war gut. So Leute, das war's mit dem Video. Ich habe Raja mal wieder hops genommen, wie man so schön sagt. Leute, bitte, ich sag's euch, niemals diese Nudeln bestellen. Das ist echt, Digga, macht doch einfach. Jetzt mal ehrlich, das macht das wirklich krank. Ich sag's euch ehrlich. Macht das nicht, das wird später auch noch brennen bei uns, weißt du das? Vergiss nicht zu abonnieren. Was noch, Digga? Und schaltet wieder ein, wenn's wieder heißt, in Nervous. Da kennst du es einfach. Nee, kenn ich nicht. Ey, warte mal, ich hab viel zu viel. Du machst immer so eine Faxmaler, ja, mal. Wow. Hey, Bruce Lee!